Guten Tag, meine lieben Mitmenschen. Herzlich willkommen am Mittwoch, den 29. November. Und ich grüße Sie hier aus Berlin. Berlin, Babylon. Ich bin auf dem Rückweg von Berlin nach Frankfurt und müsste Ihnen jetzt eine ellenlange Lesung aus dem Buch Daniel vortragen. Aber heute haben Sie und ich Glück, heute übernimmt die Kürzungsarbeit niemand geringerer als Heinrich Heine mit einem berühmten Gedicht, einer Ballade. Die Mitternacht zog näher, schon in stummer Ruhe lag Babylon, nur oben auf das Königsschloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross, dort oben in dem Königshall Belsazar hielt sein Königsmahl. Es saßen die Knechte in schimmernden Reihen, sie tranken die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort, und er brüstet sich frech, und er lästert wild, die Knechten Scheinbeifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, ein Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel Güldengerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis zum Rand, und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir könnte ich auf ewig hohn. Ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte, zumal es wurde leichenstill im Saal. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und leichenblass die Knechtenschar. Saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Man holte Magier, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Jetzt fehlt noch ein Vers, der alles abschließt und zu Ende bringt. Aber jetzt steige ich erst ein mit dem Originaltext aus der Bibel, denn jetzt wird Daniel geholt, den Gott mit Weisheit gesegnet hat und der sich einen Namen gemacht hat als Deuter von Geheimnissen, von Träumen und Rätseln. Daniel erinnert den König zunächst an das Schicksal seines Vaters Nebukadnezar, der sich wie ein Gott fühlte und am Ende wie ein Tier vegetierte und elend umkam. Und dann sagte er zu ihm: Du, Belshazzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles weißt. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen. Du und deine Großen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt daraus Wein getrunken. Du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der deinen Lebensatem in seiner Hand hat und dem alle deine Wege gehören, den hast du nicht verherrlicht. Darum hat er dir diese Hand geschickt und diese Schrift geschrieben. Das Geschriebene lautet aber: Mene, Mene, Tekel, Upase. Diese Worte bedeuten: Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht dir ein Ende. Tekel, gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Peres, geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. Belsazar aber ward in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.